Zu Salz hat einen ähnlich schlechten Ruf wie Zucker, soll dick machen, soll auch dem Gehirn schaden, den Blutdruck und das Infarktrisiko erhöhen. Salz, was ist denn dran? Was sind denn diese ganzen negativen Eigenschaften? Genau, also so wie Zucker dick macht, hat Salz eben auch einen sehr schlechten Ruf. Und ich merke das immer, wenn man irgendwo eingeladen ist, man fragt nach Salz, da muss man jemanden so, versalzt dir nicht dein Leben. Es gibt jetzt eine neue Studie, so, das ist ja immer ganz interessant. Und da muss man natürlich auch mal dahinter gucken, wer hat die finanziert. Es ist aber eine unabhängige Studie und sie ist auch sehr gut durchgeführt worden, muss man sagen. Und da hat man eben untersucht, wie die Wirkung, also an fast 100.000 Personen hat man die Wirkung von Salz in einer Langzeitstudie untersucht, ja, innerhalb von 8 Jahren. Und hat eben schon bestätigt bekommen, dass das Schlaganfallrisiko, zum Beispiel Bluthochdruck, entsteht durch Salz, aber nur, wenn man über 12,5 Gramm pro Tag zu sich nimmt. Und das war von allen Ländern, die untersucht wurden, nur in China der Fall. Okay, jetzt ist das aber wahrscheinlich nicht das Salz, was wir jetzt über unser Ei so ein bisschen träufeln oder streuen. Das spielt mit rein, aber in den ganzen fertig oder in den industriell hergestellten Lebensmitteln. Na, da ist eben wahnsinnig viel verstecktes. Gouda, ne? Das hätte ich ja zum Beispiel nicht gedacht. Ja, genau, das ist schon erstaunlich. Und jetzt muss man sagen, also wenn man jetzt guckt, Gramm, das ist ja so ein bisschen abstrakt, aber 2 Teelöffel, da befindet man sich im Bereich zwischen 5 und 10 Gramm. Ja. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt zum Beispiel 5 Gramm. Okay. So. Und dementsprechend, da sollte man sich dazwischen bewegen. Wie viel Salz ist denn, also was hattest du gerade gesagt, wie viel sind das, um das nochmal zusammenzufassen? 2 Teelöffel. 2 Teelöffel, alles klar. Also 2 Teelöffel mehr darf es nicht sein. Genau, das ist eigentlich ein guter Richtwert, finde ich, zu sagen, so, okay, solange wir ungefähr bei 2 Teelöffel und wir sollten diese ganzen industriell gefertigten Dinge ja sowieso nicht unbedingt so viel zu uns nehmen, so Fertigprodukte und so, deswegen Abstand davon nehmen und dann so um die 2 Teelöffel, dann sind wir im grünen Bereich. Wie hat Mama immer gesagt, alles in Maßen.